Abschied von Staatsgründer Lee in Singapur. Nach einer Woche Trauer wird er heute feierlich beigesetzt, unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und zahlreicher Staatsgäste. Auch der frühere US-Außenminister Kissinger erwies ihm die letzte Ehre. Lee hatte den asiatischen Stadtstaat, der bis 1959 britische Kolonie gewesen war, in die Unabhängigkeit geführt. Er starb im Alter von 91 Jahren.